Sieht eigentlich ganz gut aus von meiner Flugkor. Ja, moin. Ich weiß nicht, wie die Jungspunde das immer machen, dass sie so gut fliegen, Digga. Ich flieg immer wieder letzte Penner. Na egal, scheiß drauf. So viele sind nicht vor mir. Das heißt, eine Chance, eine Waffe zu bekommen, ist noch da. Die landen Main-Gebäude. Dann gehe ich mal hier unten rein. Auf jeden Fall ist über mir einer. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Loot anscheinend. Aha, könnte auch mal entscheidend sein. Digga, wie kann der mich so hart anhitten, doch? Na egal, scheiß drauf. Und jetzt haben wir schon wieder das Problem, was ich finde, was in diesem Dörfchen echt nervig ist. Ich war jetzt in einem Haus, ich habe keine gute Waffe, ich habe keinen Heal-Stuff, nix. Das finde ich allzu wenig für so eine neue Stadt, da sollten sie schon mal den Loot hochstellen. Aber gut, scheiß drauf. Ja, wichtig. Alter, wie viele rein subscribe. Ich habe das noch nicht erlebt, Livestream. Wirklich. Was ist die scheiß Kiste hier? Digga. Digga, es ist nicht normal. Ich habe schon viel erlebt und ich stream schon lange. Aber das, was heute passiert, habe ich noch nicht erlebt, Digga. Wie viele mit Twitch Prime reinsubscriben, ich habe das noch nicht erlebt, Digga. Du kämpfst jetzt hier irgendwo. Ich hab dich doch gehört. Wehe, der kämpft jetzt hier irgendwo ab, Digga. Keine Ahnung, wo der hin ist. Eben noch einen gehört, aber ich guck erstmal, dass ich auf Full Life komme. Kuss geht raus für deinen Loot. Interessant. War da nicht noch eine blaue AR? Digga, der Subtrain ist ja anders, Alter. Holy Macaroni. Ganz krass. Ganz krass. Du alte Drecksau da oben. Kein blaues Life. Schlecht. Hey, ist er da oben, oder was? Ah ja, auch wie süß. Wie süß, Digga. Ach, so ein süßer kleiner Pupsi, Digga. Ach ja, herrlich. Ah ne, warte mal, aber ich muss die Verbände gleich mitnehmen, weil ich werde ein bisschen Zone-Damage bekommen. Ach, so ein kleiner süßer Hosenscheißer da oben. Ach ja, herrlich, Digga. Er hat da oben auf jeden Fall seine Base gechillt.
Der hat aber viel gehabt, Digga. Er ist halt wirklich hier, also ich will ihn jetzt nicht beleidigen, weil der ist vielleicht neu in dem Spiel oder so. Aber er hat halt wirklich, da oben ist er gelandet und da oben ist er auch geblieben. Sagen wir es einfach mal so. Aber will ich ihm auch nicht vorwerfen, weil Digga, jeder hat das Spiel mal klein, also hat mal in dem Spiel angefangen. Aber der wusste, glaube ich, noch nicht ganz genau, wie man die Waffe richtig hält. Aber das ist auch in Ordnung, Digga. Ich hoffe, hier oben in der Kiste, inshallah, liegt noch ein bisschen Blue Life. Ja, moin, wieder das war wieder komplett. Ja, jawohl, nice. Ich könnte eigentlich auch noch das Jump Pad einsetzen, aber für die geringe Entfernung. Na, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Ja, das schaffe ich auch noch so. Und selbst wenn ich einen kleinen, dezenten Schaden bekomme, den ich ja sowieso schon habe, wie ihr mich kennt, passt schon. Ja, das schaffen wir easy. Ja, neue Stadt. So halbwegs knackiger Start. 3 Kills ist jetzt nicht unbedingt heftig für eine Stadt, die ganz neu ist, aber wir sind als einziger Überlebender raus und das ist ja auch in Ordnung, Digga. Oh, noch ein Lagerfeuer, köstlich möchtlich. Jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal ein paar Materialien, weil Materialien sieht es ganz schlecht aus. Livestream-Chat, wie findet ihr denn die neue Stadt? Sagt ihr, oh, das ist mein neuer Lieblingsspot, da gehe ich jetzt immer runter? Oder sagt ihr, ja, kann man sich mal geben? Scheiße, mega geil, muss nicht. Oh, köstlich, Digga. Kuss geht raus an den Loot Drop. Ich lese in den Kommentaren Durchschnitt. Feiert nicht jeder. Köstlich. Köstlich, schmöchtlich, Digga. Geht so. Schreiben die. Also von Scheiße bis geht so. Viele Meinungen sind da am Schlüssel. Komm, gib mir was Geiles. Nicht die Semi-Autosniper-Scheiße. Ja. Kann man. Oh ja, doch, das ist aber mehr als gut eigentlich. Köstlich, Digga. Köstlich. Ich muss mal kurz gucken, ob sich das lohnt. 10 Schuss, naja, scheiß drauf. Nehme ich die Sneaky Snappers Nubu mit. Passt schon. Was sagt die Next Zone? Nasenbluten. Da können wir das Tramper auf entspannt nehmen. Alter, Digga, wie viele Subs heute reinkommen. Holy shit, ich habe das noch nicht erlebt. Ich mache schon, wie gesagt, lange YouTube, Digga, aber das habe ich noch nicht erlebt. Kurs geht raus an Fortnite und Twitch, den ich ja einfach zu verdanken habe, weil die wieder so einen geilen Skin hier rausgebracht haben und jeder sich Twitch Prime macht, weil er den haben will und jeder jetzt umsonst subscriben kann, deswegen. Hä? Okay, hier war einer, der hat die Bäume nur zur Hälfte angehabt, also kurz bevor sie tot waren. Okay. Wobei, das sieht mir hier auch noch ungelootet aus. Nee. Der hat die Bäume hier nur so ganz leicht angelootet. Seht ihr das? Na komm, scheiß drauf. Wehe, der macht jetzt hier ein Auge. Wehe. So, kurz die richtige Waffe noch und adios, amigos. So, kurz ein paar Gegner spectaten. Da rechts ist eine Burg. Da ist auch einer drinne. Da ist auch einer drinne.
Oder da war einer drin, ich bin mir nicht gerade ganz sicher. See you later, Alligator. Och, nee. Mein Freund, so haben wir nicht gewettet. Aha, da ist er. Ja. Hast du dir so gedacht? Aha. Blue Life wieder komplett weg. Hier ist auch noch eine Kiste drin. Wir sind auch in der Zone. Nee, wir sind nicht in der Zone. Belastend. Aber, Freunde, ich denke, es ist selbstverständlich. Ermoing, das war es komplett. Ich hab noch ein Lagerfeuer, oder? Ja, ich habe noch ein Lagerfeuer. Zone macht 2er-Tick. Ich habe noch ein Jump-Pad. Ja, ich muss da hoch nochmal. Ich muss da jetzt nochmal kurz Logi machen, was der denn für Papa Monte da gebunkert hat im Turm. Hey, Bau! Du Sau. Aha. Oh ja, Lagerfeuer, köstlich. Noch Mini. Nein, bitte nicht. Mini-Schildis will ich. So, dann machen wir es so. So und los geht's. So, jetzt brauche ich. Ich habe 2 Lagerfeuer, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das könnte kritisch werden. Sieht aber. Könnte, muss aber nicht. Weh, da kommt jetzt jemand Auge machen, Digga. Ja, das Risiko jetzt hier abzucampen und das Lagerfeuer soll mir dann die Eier ein bisschen brutzeln. Ja, anders geht's aber nicht. So, kurz einmal nachladen. So, das sieht gut aus. Bitte, macht jetzt keiner Auge, Digga. Hab schon richtig das Gefühl, wie ich jetzt von der Seite weg ist, Sniper, Snapper, Snubu werde. Kann ich das nicht kaputt machen, ne? Ah, egal, scheiß drauf, komm. Ja. Digga, ich hab mir gerade an die Nase gefasst. Warte, ich muss noch mal kurz einmal hier in das Haus rein. Gerade an die Nase gefasst, Digga, und direkt Fettfinger. Muss man einmal ganz kurz. So, 15 Sekunden, nächste Zone. Muss einmal ganz kurz so. Ja, es sind noch 9 Leute am Leben. Vor mir ist ein Gegner. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Wenn man nicht alles täuscht. Der hat mich noch nicht gesehen. Try ich den Sniper-Shot? Nein, mache ich nicht. Ich werde ihn einfach auf offener Fläche. Digga! Ich weiß, man sollte beim Laufen nicht schießen, bla bla bla. Trotzdem finde ich, sind die Schüsse verhältnismäßig dann doch recht schlecht connected. Meine Meinung. Der hat noch Mini-Schild. Oh, ne Skali, bitte mach keine Auge von hinten. Oh, und der RPG kommt natürlich auch mit, Digga, mit 9 Schuss, aber egal, scheiß drauf. Wisst ihr was? Ich scheiß auf die RPG. Ich will snipen, Digga. Hab Bock zu snipen. Komm, gib mir die Sniper Snapper Snubu. Scheiß drauf. Muss mal ein bisschen kurz Auge machen, dass nicht jemand noch. Aha, der hat dann Fight. Mit dem da drüben. Na komm, bleib mal stehen. Nee, okay, passt schon.
Ah, da hätte ich vielleicht schießen sollen. Jump Pad habe ich nicht mehr. Gut, okay. Da drüben, wie gesagt, ist er. Und da ist noch einer. Der ist aber, glaube ich, tot. Ist der noch drüben? Ich glaube nicht. Wir bewegen uns einfach mal weiter. Denn wir müssen ja in die Zone. Unten läuft einer. An der Fabrik war gerade einer. Der ist unten in den Eingang reingegangen. Das habe ich ganz genau gesehen, Digga. Mit meinen Adleraugen. Ich habe bloß keine Lust, dass ich jetzt von hinten weggeschimmelt werde. Jo, lol, der andere wurde da vorne gesniped. Hast du das gesehen? Lol, Digga, der andere wurde einfach dreist gesniped. Aha. Das kam hier, glaube ich, aus dem Haus, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es wird jetzt schwierig mit Pieken. Also, das... Drüben aus dem im Haus ist noch einer, das weiß ich. Zone kommt, Loot liegt massig da, aber ich werde da natürlich nicht hingehen, das ist klar. Vor mir im Haus ist, glaube ich, noch einer. Die haben da hinten noch einen Fight. Ja, man hört sie auch schießen. Kurz einmal pieken, ne? Besser nicht, Digga. Ist da oben ein Fight? Nee, da oben ist kein Fight. Ja, wir warten mal ab, wo die nächste Zone hingeht, dann sehen wir weiter. Dann sehen wir einfach mal weiter. Ich würde natürlich auch gerne da nochmal rüber gehen, aber das wäre eigentlich dumm. Digga. Wo sind die anderen Gegner, Digga? Ich hoffe mal, dass ich noch in der Zone bin. Mach bloß nicht diesen, ja. Ja, moin, das war's dann komplett mit meiner Gesundheit. Ja, macht nichts, scheiß drauf. Ich werde es nochmal riskieren. 1 gegen 1. Weh, du machst jetzt Auge, du Arschgeburt. 1 gegen 1. Ja, wo ist der Gegner? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich würde mal tippen, der Camp ist irgendwo im Haus. Hier sind so viele Sachen gebaut. Das verunsichert mich gerade ein bisschen. Aber vielleicht verunsichert es ihn ja auch. Weil er nicht weiß, wo ich jetzt genau bin. Ich glaube, er ist hier irgendwo im Haus. Diese Scheißbäume, Digga. Aha, aha. Auch der kann ja. Ich glaube, der ist süß. Ja. Gut, der letzte Gegner war jetzt nicht der beste. Aber er hat anscheinend ja welche getötet. 10 Kills auf Nass, war eine geile Runde. Wir sind in der neuen Stadt gestartet mit einem Win. Easy, Digga. Geile Runde. Nice, Digga. Korrekt, 1 nice Sniper-Kills sogar dabei. Oder 1 Sniper-Kill, ich weiß nicht ganz genau, Digga. Köstlich, schmöchtlich, Digga. 1. Platz, Freunde, kennt ihr ihn? Nice. Köstlich.